So, meine Damen und Herren, da kommen wir wieder zurück. Jetzt haben wir es 5 vor 5, 4:55 Uhr. Und wir betreten die Bibliothek. Ich denke mal, wird sicher sein. Ich habe Ihren Brief erhalten. Sie wollten mich sehen, Joy? Nichts weiter sagen. Sonst sind wir tot. Versprechen Sie's. Okay, okay. Ich verspreche es. Keine Sorge. Sie in meiner Wohnung. Wieder. Weiß nicht, was ich tun soll. Hab Angst. Helfen Sie mir. Was meinen Sie damit? Wurde bei Ihnen eingebrochen? Hat man Sie bedroht? Ja, sie war es. Wieder. Was wollte sie? Soll meinen Mund halten. Sie sagen, es war eine Frau? Ja. Kennen Sie sie? Ja. Und wer ist sie? Wie sieht sie aus? Sag ich nicht. Kann nicht. Kommen Sie schon, ich brauche doch irgendeinen Anhaltspunkt. Nein, kein Wort mehr. Bitte. Keine Sorge, ich versuche Ihnen zu helfen. Wo wohnen Sie? Hier, die Adresse. Und der Schlüssel. Danke. In Ordnung, Joy. Alles wird gut. Vorsichtig sein. Und kein Sterbenswärtchen. Wiedersehen, Joy. No problemo. Nehmen Sie, was Sie wollen. Aber bitte verschonen. Hilfe! Bitte! Hau ab! Kann ich auf dich zielen? Ihr Wohnung ob Hack Nummer 1 in sich. Der Schild. Du schaust. Ist hier. Im westlichen Bereich. Der westliche Bereich wäre hier hinten. Liberty Load. Da, Liberty Load. Walking. Also genau hier so eine Ecke. Da. Hau doch mal ab. Ey, das ist wieder so ein Bullshit-Bug. Ey, wie ich das hasse. Ja, wenn die Alte im Weg ist und mir den Weg blockiert, wird die Alte halt abgeschossen. Da habe ich dann auch keinen Bock drauf zu warten, den letzten Safe-Pock wieder zu laden, wo ich dann wahrscheinlich auch im Krankenhaus auftauche und die ganze Gespräche wieder durchführen müssen. Knall ich die Bitch eher ab, ey, meine Fresse. Wie blöd muss man noch sein, um die scheiß KI, oder in Fachkreisen noch AI, so zu programmieren, dass die genau an der Schwelle, an der einzigen Tür, die rausführt, ja, stehen bleibt. Was ist das für eine Logik?
glaube, da ist der Fischmarkt. Bezirk der Shells. Genau, das ist ja dann hier die Ecke. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade in die falsche Richtung laufe. Liberty Road und Hawkins. Östlich der Ecke Liberty Road wäre hier. Östlich der Ecke Liberty Road. Das wäre hier eigentlich unten. Ich glaube immer Apartment war ich glaube ich schon. Läutet euch, denn die Dämmerung naht. So sagt es die Prophezeiung. Aber von da kam ich doch. Da war man wahrscheinlich in Apartment 2. Gehen wir hier aber auf. Falsch. Hotel kann man doch eigentlich übersehen. Vielleicht auch da, dass die Straße hier vorne runter. Da hinten. Ach, da war es da, ist wahrscheinlich da drin, genau. Ja, für alle, die jetzt sagen, ey, wieso hast du getötet? Wohnung, okay. Da liegt was. Ich denke mal, ich bin hier aber nicht allein im Haus. Da kann ich nicht tragen. Ach, da ist es halt so, weil die stand, wie gesagt, genau da, wo ich raus will. So, der ist jetzt voll. Entschuldigung. Ich glaube, ich kann aber hoch und glaube ich runter kann ich glaube ich auch noch gehen. Die Tür gibt nicht nach. Ich gehe mal von aus, ich bin hier nicht alleine. Da. Fuck. Das Viech ist oben. Der war knapp. Dieses Drecksviech, ne? Jetzt gehe ich nochmal in den Keller und sammle das nochmal auf, was ich da jetzt gerade nicht. Konnte, der hat sich jetzt verzogen. Da habe ich genügend, also den kann ich jetzt permanent aufbrauchen. Du bist
dieses Gedankenschutzgedöns. Okay, da kann ich nicht durch. Okay, da ist ein Hund. Der ist aber tot. Gütiger, ist das Hundehaut? Sie ist noch nicht mal trocken. Das sieht nicht gut aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Symbol nichts Gutes verheißt. Da scheint ja jemand richtig gut nähen zu können. Ein gemütliches Plätzchen, von dem jedes Haustier nur träumen kann. Ich glaube, in dem Haus war ich glaube schon mal drin. In früheren Zeiten. Fürst, dass die Hand immer drüber ist, Fürst Aid. Verflucht. Teile der Kamera sind geschmolzen. Die Fotos sind definitiv hinüber. Ich dachte nicht schon. Die Tür gibt nicht nach. Bei Gauil! Sie ist es! Sie ist es wirklich! Ich brauche einen Beweis. Wo ist meine Kamera? Klick, klick. Ein Besucher? Wer ist da? Komm her! Komm zu Granny, liebes Hündchen! Einen Stich hier und einen Stich dort. Schon sind Fleisch und Haut durchbohrt. Das wird eine reizende Puppe. Also, wie hat sich das abgespielt? So, erst das, dann das. Komm her! Einen dann Stich das, dann das. Das. Sie ist es! Sie ist es wirklich! Ich brauche einen Beweis. Wo ist meine Kamera? Okay, dann du. Du. Bei Gauil! Sie ist du. Es! Sie ist es wirklich! Ein Besucher? Wer ist da? Jemand drang in Joys Wohnung ein, tötete ihren Hund und nähte dann dieses Ding daraus. Dürfte eine Warnung an sie sein. Und dann platzte ein Nachbar herein. Ein uneingeladener Gast. Abgeschlossen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel. War ja klar, im Scheißkeller. Da scheint jemand Märchen zu mögen. Märchen ohne, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Joy, schieß mich tot. Jetzt muss ich gucken, hier ist der Hafen, genau, es ist praktisch einmal über die dicke Linie rüber. Das ist... Müsste da sein, laut Foto, der hier oben. Ach nee, warte. Hier ist der Hafen, dann war... Dass ich auch nicht reinzoomen kann, ne? So, das ist ja die dicke Wasserstraße. So, die dicke Wasser... So, Wasserstraße, das heißt irgendwo hier... Oh, egal. Alle Schlüssel sind weiter gefunden. Keine Anzeichen irgendeiner Verletzung. Aber er sieht so aus, als hätte er den Teufel höchst selbst gesehen. Sowas von. So, kommen zu glauben, dass ich neben Joy Helden wohne. Oh, Colin, ja. Das Arthur Cox. Aber wie will er? Achso, das ist ein eigenständiges Apartment. Oder was? Dann wundert mich aber, dass hier eine Tür ist. So, rein rechtlich wäre jetzt das meine ich schon. Da wird sich das Tagus war besessen von der Legende über Granny Weaver. So, ich gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich jetzt nochmal zurück in die Bibliothek und frage sie, wo die Alte wohnt. Also diese Granny. Oder ich muss in die Bibliothek und dort Forschung machen. Aber zweiteres, glaube ich, wäre logischer, aber bezweifle ich auf der anderen Seite auch. Ja, weil ich nicht weiß, welcher Bezirk, blablabla. Ich muss noch mal kurz aufs Touchpad kicken. Alle Schlüssel war sehr gut. Okay, das ist... Okay, die anderen, die ich vorher hatte, sind jetzt alle auch weg, die vorher grün waren. Danach gehe ich einmal kurz in die Babylothek. Guck, ob ich mit ihr noch reden kann, und dann geht es dann einmal kurz ins Rathaus. Wo ist sie? Da. Ich habe ihren Hund gefunden, Joy. Wo? Geht es ihm gut? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Joy. Ich habe ihn auf dem Boden gefunden. Überall war Blut. Oh, Kaoil, bitte, nein. Es war so, als hätte ihre Besucherin eine Puppe aus ihm gemacht. Genug! Kein Wort mehr!
die Klamotten, weil sie wissen auch nicht, was sie wollen. Ich habe mich bei ihnen umgesehen, Joel. Und es sieht nicht gut aus. Ihr Nachbar ist tot und sagen wir so, es war keine natürliche Todesursache. Tot? Egel und Tane. Was nun? Sie verschweigen mir etwas, Joy. Kommen Sie schon. Ich muss wissen, womit ich es hier zu tun habe. Nee. Macht alles nur schlimmer. Granny Weaver, erzählen Sie mir von ihr. Kann nicht. Sie will nicht, dass Sie mir etwas sagen. Warum? Mein Fehler. Nicht böse sein. Tut mir leid. Joy? Tut mir leid. Wirklich. Das ist eine ernste Sache, Joy. Und ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie mir keine Anhaltspunkte geben. Nicht böse sein. Kann nicht. Mein Fehler. Tut mir leid. Was soll das? So geht das einfach nicht. Helfen Sie sich selbst, bei Gott. Zu gefährlich. Tut mir leid. Das ist reine Zeitverschwendung. Man sieht sich. Oh, ich muss über hier. Das Fett des Tagesbuch. Ja. Jetzt ist Frage. Ich nehme an, moderne Region, regional, Bruchinformation. Okay, da muss irgendwas anderes falsch sein. Auch nicht sein. Gerne auf Europa. Okay. Das kann alles sein. Ich könnte in jedem Tick-Ordner falsch sein. Eigentlich ist ja regional. So, Zeitraum. Nur eigentlich in der jetzigen. In der Moderne. Alles für den Arsch. So, die. So. So, Buchinformation kann auch falsch sein, dass es auf Religion geht. So, wegen Hexe. Nein.
Skeleton hatte ich ja eigentlich schon. Ey, das ist jetzt wieder so ein Bullshit-Fuck, Alter. Jetzt hängst du hier drum, du kannst hier irgendwelche tausend Scheiße fabrizieren, Alter. Dann soll da drinnen stehen irgendeine scheiß Zahl oder irgendwas, wo man weiß, okay, ich muss in welchem Wix-Ordner ich da rein muss, ja? Und nicht, dass ich hier irgendwie tausend Varianten drücken muss. Um so Scheiße zu dahin zu kommen, Alter. So, ihr sucht ein geschichtliches Buch, weshalb Rubrik Geschichte ist. Autor, Buchinformation. Und Region ist regional. Diese Logik möchte ich gerne mal verstehen. Und Old Grove, im Westen, das wäre irgendwo hier. Biegen Street zwischen Windhalf und Century. So, Biegen irgendwo zwischen der Wind und Century. Weil die Century ist hier unten. Willst du mich verarschen? Hier. Beacon Street, ne? Ist da, wo ich jetzt gerade mit dem Ding bin. Zwischen der Wind Avenue und der Century Avenue. Wo das heißt praktisch. Okay. Die geht es besonders, heißt irgendwo hier in der Straße. Das heißt, bada bang, da. Und da hinten ist. Ey, mein 4K ist fertig. Hat er nach 2 Stunden endlich auch mal geschafft. Video auch hochladen, weil wenn ich gerade noch aufzeichnen bin. Kann ich ja das auch noch kurz einmal hochladen. Hier sind irgendwelche Aktualisierungen noch von Windows. Okay, mache ich erstmal noch die Updates, weil ich habe mir schon gewundert, warum mein System auf immer
über 5 GB verwendet fürs Bearbeiten und Kommentieren, wo er maximal nur bei 3, 5 bis 4 ist. So, genau. Die und in die erste links. Ich schwör's dir, wenn jetzt bloß ein Update rausgehauen hat, ja, dass mein RAM wieder auf den richtigen Takt läuft, ne? Klatsch ich euch weg. Dann habe ich halt 450 Euro schon mal für ein scheiß Mainboard, M2 SSD und Arbeitsspeicher umsonst ausgegeben. Ihr Fotzen. Alter, dann pumpst ihr euch richtig weg. Aber so richtig hart. Wir müssen noch eine weiter müssen in der Straße gucken. Ah, ich bin der Meinung, ich habe das schon halb gesehen. Eine verschlossene Tür. Ah. So, bevor ich jetzt weitermache, wenn das und da muss ich einmal kurz. Ach, ich schwöre euch, ich nehme es alle auseinander. Ne, okay, der RAM läuft immer noch im falschen Takt. Es ist in Ordnung. So, Tags beenden. Feedback habe ich auch nicht, Task beenden. So, jetzt einmal kurz gucken. Windows Update war ja da. Jetzt kann es vielleicht sein, dass die Grafikkarte braucht noch keins. Geht gleich weiter, meine Damen und Herren. Aber wir müssen noch einen Moment warten, wo ich weitermachen kann. Meine Festplatten laufen gerade alle voll. Das ist auch schon so ein Wix-Problem nach den letzten Updates, dass alle Festplatten volllaufen. Sofern die C-Platte, wo Windows drauf ist, verläuft, laufen auch die anderen drei Platten noch voll. Das heißt, ich habe jetzt vier Platten komplett auf 100% ohne ersichtlichen Grund vorlaufen. Deswegen wollte ich ja ein Wix-neues System haben. Aber ich sag mir schon, das System, keine Rückmeldung. Das System kann langsam mal meinen Schwanz lutschen, ganz ehrlich gesagt. Auch wenn diese
wenn das jetzt in die Aufnahme mit reinkommt, ich schneide es nicht raus, ganz ehrlich, Microsoft, die könnten da, sagen wir mal, meine Rosette lecken und meinen Schwanz lutschen, Alter, weil die Updates, die ihr rausbringt, da macht ihr ja jedes System mit kaputt, ey. Und zwingt ja die User oder die Endkunden, die nicht unbedingt das große Geld haben, stets eigentlich praktisch immer auf ein neues System zu wechseln. Und nicht jeder hat mal eben gerade 5, 6, 7, 8, 9, 100 Euro oder 1000 Euro in der Hand, um sich mal eben jetzt schlagartig mal ein neues System leisten zu können. Ja, scheiß Entwickler. Die Spiele, es ist ja nicht das Problem. Die Spiele laufen auch auf mein System mit DDR3-Speicher und von dem, was ich als Kinder habe, laufen die Spiele auch so. Ich würde sogar Red Dead Redemption 2 zocken können, ohne Probleme. Aber da es die letzte News-Update ist und meine RAM auf dem falschen Takt läuft, sondern nämlich auf 1.233, nur auf 10.66, Stand 15. Januar 2020, also wenn ihr das Video in 2 Jahren seht, kann ich das System schon vielleicht geupdatet haben. Da habe ich meistens, wird es kritisch, ab 4 bis 5 GB, auch wenn ich 32 verbaut habe, dass er zwischen 4 und 5 GB bei manchen Spielen mir dann einfach ein Bluescreen anzeigt wegen Read-and-Write-Problematik, also mit dem Read-and-Write-Problem. Nur weil der RAM halt auf einem halben Takt läuft und nicht dementsprechend nicht so schnell ist und so schnell arbeiten kann, wie es vorher konnte, bevor diese Wix-Updates kamen. Also, wie gesagt, unter Windows 6, unter die Windows-Update zwischen die Windows-Update 16.06 bis 16.09, diesen Bereich, das sind Updates, habe ich von vor, ja, Stand 15.02, das Windows-Update 16.06 bis 16.09, das sind Updates von vor 2-3 Jahren, ich glaube von 2016 rum, da wurde alles richtig angezeigt. Seitdem ich das Update 19.06, 19.09, was wir jetzt gerade haben, läuft das ganze System falsch. Zum Beispiel beim Spiel The Forest läuft meine Grafikkarte permanent auf 100%. Scheißegal, welche Auflösung ich habe. Ich spiele sogar nur in 720p mit 30 Bilder pro Sekunde. Grafikkarte 100%. Wo ich vorher eine Auslastung beim Spiel hatte, vom Grafikspeicher, lag ich zu 20 bis 30% in etwa. Ja, und ich hatte zu der Zeit auf Full HD gespielt, also höchste Auflösung auf 1080, alles hochgepuckelt. Und hatte 80 bis 90 Bilder pro Sekunde. Jetzt schafft das System auf 100% der Grafikkartenauslastung und nicht mal 30 FPS auf 27. Und ich habe 8 GB. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist genauso praktisch wie das Haus, wie die Frogmortons haben. Und okay, ihr seid jetzt auch wieder weg. Das war nämlich auch eine Mission, die ich vorher hatte. Ich garantiere dir, dass hier irgendwann rumläuft, bin große Gegner auftauchen. Die Tür gibt nicht nach. Okay, von hinten wäre ich nicht reingekommen. Oder ist jetzt auch wieder ein Riegel vor? Okay. Da brauche ich noch 4 Schuss, da brauche ich noch 8 Schuss. Ah, hat mich dieses verdammte Ding etwa gebissen? Der Fuck, hau ab! Diese unnötigen Ladezeiten des Gewehrs, Alter, in meine Fresse. Gehe ich erstmal in den Wichskeller. Verfug! Noch eine Tasche, willst du mich eigentlich?
komplett verarschen. Wo war das? Hallo, wo ist mein dieser Hash da? Ja, da war auch noch eins. Wenn du schon erste Hilfe drin hast. Einer. Sieht so aus, als wäre der Spiegel durch einen Schuss zu Bruch gegangen. Sieht so aus, als wäre der Spiegel durch einen Schuss zu Bruch gegangen. Okay, hier unten ist sonst erstmal nichts. Das heißt, ich kann erstmal wieder hoch. Dann habe ich den Bereich schon mal durch. Noch anhören geht's nicht mehr. Hier hinten ist das die Tür verschlossen. Die Tür gibt nicht nach. Die Tür gibt nicht nach. Nicht ausgewachsen. Könnte ein Teenager sein. Vielleicht ein Mädchen. Schwer zu sagen. Die Puppe ist für dich, damit all deine Geheimnisse in deinem Herzen bleiben. So, mehr kann ich nicht tragen. Aber ich habe ja noch nicht alles erkundet. Das steht fest. Jetzt war dann dahinter. Da ist irgendwo fehlt mir noch was. Tür gibt nicht nach. Vielleicht ich jetzt einfach mal hinten rum. Ja, da komme ich nicht rum.
Tür gibt nicht nach. Kann ich ja nicht auch mal permanent durchgehen. Ich dann noch durch. Aber irgendwo, es muss da noch was sein. Es gibt gute Kunst und schlechte Kunst. Und dann gibt es noch Schmierereien, von denen man eine Gänsehaut bekommt. Jetzt aber nichts mehr. Das heißt, irgendwo muss noch was sein. Was ich ja übersehe. Aber ich weiß nicht. Was? Wo habe ich den Fall? Ja. Irgendwas muss ich übersehen. Ah, hat mich dieses verdammte Ding etwa gebissen? Ich weiß nicht, ob es der Schallplattenspieler ist, der Geräusch gemacht oder was anderes. Irgendwas übersehe ich. Ich nehme aber mal stark an, dass es nichts sein kann, was hier draußen ist. Ich nehme an, dass dieses der Bereich schon gar nicht mehr zu ihr gehört. Oh, das ist... Könnte... Aber es ist zu weit weg, dass ich sagen könnte, dass wir noch auf ihrem Grundstück für mich gesehen. Also hier draußen ist nix. So, okay, da kann ich noch hin. Das heißt, noch einmal rein. Einmal hoch. So, weiter höher kommen wir ja nicht. An der oder an dieser Stelle. Aber hier ist noch ein Raum drüber, wenn man von außen vorsteht. Schießpulver. Mit Schießpulver kann ich erstmal nicht groß viel anfangen. Irgendwas. Aber irgendwas übersehe ich. Was war das Buch? Hm.
Nicht ausgewachsen. Könnte ein Teenager sein. Vielleicht ein Mädchen. Schwer zu sagen. So, bevor ich jetzt wieder nach unten latsche. Ich glaube, irgendwo ist ein dämliches Scheißbuch, was ich anfassen oder mitnehmen kann. Muss auch dran denken, fange jetzt die 52. Minute an. Hier war nichts, ne? Aber das Licht auch nicht, dass ich was auffinden konnte. Noch das Messer, hier ist die Kiste. Das ist, glaube ich, der Schallplattensprenger. Blöde. Ich habe auch noch nicht alles abgeschlossen. So, Modus, ja. Aber, meine Damen und Herren, ich mache hier einen Cut. Ich bedanke mich bis hierher fürs Zugucken und in der nächsten Aufnahme sehen wir uns dann wieder, wenn ich dann dementsprechend hier versuche weiterzusuchen. Mit den Hinweisen kann noch ein verfickter Hinweis irgendwo sein, den ich übersehe oder mir nicht konkret angezeigt wird. Bei der nächsten Aufnahme geht es damit weiter mit dem Haus durchsuchen. Ich bedanke mich dann wieder schnell fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.